schauen wir uns an, wie der Warden in Minecraft in super realistisch dargestellt wird. Und Leute, das wird euch umhauen, denn es wurde so eine heftige Skulptur von Hand kreiert. Das müsst ihr euch einfach reinziehen. Und was ich damit meine, sehen wir jetzt im Video. Und deswegen lasst ihr ein Like da. Viel Spaß, Kuss. Wir gehen rein und let's go. Jack, der Creator, malt das immer als erstes auf. Und ihr seht schon, Bruder, sehr wild. Guckt euch mal das hier an. Hui. Das ist ein ganz, ganz wildes Ding. Und das setzt der gleich um. Der zeichnet das nicht, der setzt es gleich um. Das wird jetzt eine 3D, also wirklich 3D gemacht. Und ihr seht schon farblich und so, das wird ein heftiger Flair, ne? Und irgendein Gerät, was da diese Dinger raussaugt. Und das ist eigentlich der Endboss. Der hat mehrere Millionen Abonnenten, mehrere hunderttausend Klicks immer auf seine Videos. Und der ist sozusagen der Meister dieser Arbeit, was wir uns gerade angesehen haben. Hier könnt ihr mal einem absoluten Profi zuschauen. Den kannst du nicht nachmachen. Der ist heftig in seiner Arbeit. Guckst dir an. Da macht natürlich erstmal den Warden. Diese Seelen nachher zu machen, die da rauskommen, da bin ich gespannt, wie der das macht. Und Junge, der sieht jetzt schon ziemlich crazy aus. Ich kenne den Warden nicht so gut, aber ein bisschen natürlich schon. Ein bisschen beschäftigt habe ich mich. Diese Schlieren, ne? Die modelt der nachher noch in was ziemlich Cooles um. Also der macht da so ein bisschen Kontur eher draus. Hier schneidet der jetzt ein richtig dickes Stück rein, weil er da wahrscheinlich, das Ding wird ausgehöhlt wahrscheinlich, ne? Ja. Das muss so Spaß machen, wenn man das kann. Sieht eher aus wie, weiß ich nicht wer. Was sind das? Die Zähne, die hat er direkt gebacken. Also muss man backen, die Knete, damit die so fest wird. Die packt er jetzt hier ran. Sieht ein Warden so aus? Sagt mal eure Einschätzung, wie nah kommt der an so einem Warden ran? Ist das legit? Ist das, sieht das so aus? Oder ist das eher nicht so? Zähne, bisschen groß, aber das sind ja keine Zähne, Bro. Das ist ja eher so, das sind so seine Knochen, Bruder, weißt du? Nee, noch nicht so ganz. Na, schauen wir mal. Sieht aus, als hätte der da so eine Knochenrüstung, ne? Oder sind das, Verwachsungen aus seinem Arm? Seine Hörner finde ich auf jeden Fall schon mal nice. Ich glaube, also, der macht das immer alles erstmal grob, Leute. Wartet mal ab, bis er gleich aufs Detail geht. Was der da eigentlich schon wieder gerade für eine brutale Hand gemacht hat. Das bin ich. Safe. Wenn ich meinen Döner in der Hand halte. So, mal sehen. Wir waren jetzt ja bei dem Detail stehen geblieben und ihr werdet gleich sehen, da kommt gerade, also mit dem Färbeprozess wird das gleich auf jeden Fall sehr, sehr detailreich. Da fängt er schon an, so die Füße ein bisschen vorzubereiten und hier hat er ihn jetzt sozusagen festgeklebt. Das ist ja auch wichtig für die Szene später. Bisher cool. Jetzt bastelt er, denke ich mal, das Gerät, oder? Ketten erstmal. Ah ja, ja gut, die Ketten, das ist auch ein Klassiker von ihm. Das kann der auch sehr gut. Dass die auch immer so halten, ne? Jetzt klebt er die so ein bisschen daran, dass er so festgehalten wird, der Warden sich nicht bewegen kann. Finde ich gut. Geht in die richtige Richtung, finde ich. Geht absolut in die richtige Richtung. Was ist das? Acryl? Oh. Warum macht er das, Leute? Ihr denkt jetzt so, hä? Der Warden ist doch gar nicht weiß. Das ist Grundierungsfarbe. Da merkt man schon, so, wenn wir jetzt halt zum Beispiel mal bei Monstron gucken, Monstron macht das Ding direkt grün. Aber er erkennt sich noch besser mit dem Farbkomplex aus. Er grundiert das dann hier, damit er das gleich, also damit er noch einen besseren Touch geben kann. Das finde ich halt so nice auch an Jack. Da merkt man halt auch, dass der sein Handwerk versteht und der macht das natürlich auch schon um einiges länger. Und hier sieht man, dadurch wird die Farbe gleich ganz anders geprägt. Ganz, ganz anderen Farbtouch kriegt er dadurch hin. Und jetzt fängt es schon an, ziemlich cool auszusehen. Das wird er gleich noch ein bisschen dunkler machen, logisch. Und da sind jetzt drei verschiedene Farben bisher drauf.
Na, und dadurch kriegt er diesen richtig coolen Metallic Blue, so dieses metallische Blaue hin, ne? Diesen Fade, sage ich mal, diesen Übergang zwischen Hellblau, Dunkelblau und ein bisschen Weiß. Das hat er schon nice gemacht. Bin ehrlich, jetzt sieht's sick aus. Jetzt sieht's richtig sick aus. Hier wird er natürlich ein bisschen eher ins Rötliche gehen, weil das, ja, mehr Innereien, sag ich mal, sind. Also ich finde den Warden hier mit dem Blue Fade schon ziemlich cool. Also grün würde ich jetzt nicht so feiern. Der Warden ist mehr grün, nicht blau, Minuspunkt. Okay, ihr geht auch, und das finde ich in Ordnung, Chat, ihr geht da mehr natürlich auf den Realismus ein, aber wer weiß, vielleicht kommt noch. Ich bin aber ganz bei euch, wenn ihr sagt, so ist ein Minuspunkt. Mir persönlich gefällt der Blue Fade besser, aber ich kann es verstehen. Wenn ihr sagt, nein, Brudi, Minuspunkt. Warum legt er da was rein? Warum kommt da Kabel rein? Digga, einfach eine Lampe drin. Crazy. Da wird eine neue Farbe gebastelt und da ist sie auch schon. Das ist der grüne Touch oder was? Nein. Das wird einfach erstmal übergossen. Okay. Jetzt hat er das aushärten lassen. Und jetzt wird das mit dem Licht auch langsam schon deutlich interessanter. Boah, Junge! Zu krass! Die Seelen hat er schon vorbereitet. Die färbt er gleich noch ein, ne? Also, nicht schlecht bisher. Das Ding wird, glaube ich, noch ganz schön krass. Boah. Die Farbe. Würdet ihr die eher sehen? Also, wenn ihr jetzt das mal anguckt, so würdet ihr die eher sehen oder sagt ihr, ist auch noch nicht gut genug? Ich finde, jetzt hat er natürlich den grünlichen Flair besser getroffen. Jo, okay, sieht trotzdem geil aus, ne? Ich weiß. Also, ich sehe das schon ein bisschen vorher, wie das dann gefärbt aussieht. Also ich würde sagen, da habe ich eine gute Begabung bisher für. Ich habe das schon vorher so ein bisschen gesehen, deswegen war mir das, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass das Blue Fade jetzt kam. Weil ich finde, gleich, der wird das alles noch so ein bisschen veredeln, dass das mehr mit Reflexion arbeitet. Und Digga, guck dir mal diese Maschine an. Junge, die ganzen Kabel und so hier. Hat er alles selber gemacht. Es gibt dafür keinen Drucker oder so. Maschine kurz mit Kabeln gemacht. Crazy. Jetzt kommt natürlich erstmal also man muss ein bisschen gucken, dass man den Rost reinkriegt und so. Ne? Das kann der auch ziemlich gut machen. Und auch hier, also wenn ich mir jetzt die Maschine angucke, wirklich sehr sauber gearbeitet, ne? Jetzt würde ich aber gerne natürlich noch, Belichtung ist für mich jetzt wichtig, Belichtung ist sehr wichtig, macht er jetzt natürlich auch ein bisschen was, aber er muss gleich auch das richtige Ambiente haben, der Raum muss jetzt dunkel werden, gucken wir mal rein. Das ist das, was er gezeichnet hat, ziemlich cool hier oben, ich hätte halt gedacht, dass er es vielleicht auch so hinkriegt, aber wahrscheinlich nicht. Junge, das hat er gebaut. Eure Meinung, was sagt ihr, welche Note? Welche Note gibt es dafür? Aber da sind wir uns einig, Chat, ne? Das Ding ist eine 1. Ja, meine Freunde, ich muss sagen, absolute 1 plus, definitiv. Ich denke, da sind wir uns einig. Der Minecraft Warden ist richtig heftig geworden, die Skulptur. Und falls ihr das auch so seht, lasst ein Like da. Danke fürs Zusehen, dickes Küsschen. Dano, out.